Na da. Wir sind da, aber nicht hier. Das stimmt leider, Kunde. Aber trotzdem versüßen wir den Abend. Das stimmt. Setz dich doch. Danke. Sehr nett. Mal sagen. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde, ich hab die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Hm. Nee, Corinna, nicht den ganzen Tag. Oder jeden Tag, Entschuldigung. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Denkt ihr doch nicht die Bauchwunde. Was waren das für Geräusche heute Nacht? Da war dieser Lärm wie ein Hämmern am Haus. Das ist nur der Wind. Er macht seltsame Geräusche hier draußen. Stellst du immer so viele Fragen? Nicht so unfreundlich. Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Also behalt deinen Scheiß für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. Oh, ist ja gut. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Du wolltest ja hier schon nicht haben. Dann andere Brudersfreunde, ja. Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja, ich schätze, ich mach lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns. Omi und einer. Na toll, Jody. Können wir mit Omi interagieren? Hm? Kannst du mit Omi untergehen? Hi. Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht ihm nichts aus. Ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Ein leichtes Nicken, oder? Das macht sie doch schon die ganze Zeit. Vielleicht kann ich ja mit denen da interagieren. Ich sehe sie nur als Wesen. Aber ich werde da drüben gleich interagieren dürfen. Ja, lass mich hier erst mal selber hingehen. Ja. Weil du weißt, Pferde sind mein Spezialgebiet. Ich weiß. Mal sehen, was Jay macht. Hallöchen, Conny. Grüß dich. Nie wieder mit den anderen mit. Darf ich es mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Ja. Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Ashki. Ashki, nicht Arschki. Arschschlüssel. Ashki. Hey, Ashki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Siehst du, Ashki? Gar nicht so übel, oder? Er kaut. Gib ich zu. Du magst mich eigentlich, ne? Ja, er kaut. Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Ist das eine Aufforderung? Ja.
Ja. Ich soll das Pferd steuern. Ich darf Pferdchen sein. Oh, du bitte nicht. Lass das aber jetzt nicht so blöd aussehen mit den Augen. Bring ihn auf die Koppel. Und die Koppel? Wahrscheinlich durch das Tor. Ach, oder halt da raus. Rein. Wobei ich das jetzt eigentlich schon als Koppel ansehen würde, weil das da drinnen ist der Stall. Das war auch das gemeint. Wie hast du das gemacht? Und das ist wir falsch. Alle voller Rätsel. Hallöchen, Luigi. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. Ladies first. Kein Problem für mich. Warum nicht? Nein, so schön. Ich schüttel den Kopf, weil ich nicht zensieren will. Aber ich gehe davon aus, die haben es jetzt bis jetzt auch nicht mit zensieren gehabt. Uns geht's gut und selbst. Da war die Dusche. Ja, ich sehe es. Da kommt bestimmt kaltes Wasser raus. Nicht hingucken. Ich bin über 18. Du bist über 18. Ja, so ist gut. So abgegrenzt ist perfekt. So mag ich meinen Spieler. Nicht tiefer. Bleib so. Ja, die ist schon gut gekannt. Ich denke mal, da passiert nichts. Hi. Na, auch hier? Was? Crony? Crony? Crown? Crown? Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jody. Und komm nicht raus, egal was passiert. Zählst uns. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Abwarten. Sie nicht, ich schon. Okay, wir als Team natürlich beide. Wollte ich gerade sagen. Und ja, immer diese klugen Menschen. Davon sitzen ja zwei. Vor der Kamera und hinter der Kamera noch ganz viele. Also, jo. Doch. Willst du mich veräppeln? Naja, du willst doch nicht. Wir wollen ihnen doch irgendwie helfen. Guck mal, da ist noch eine Tür. Das Fenster ist nicht richtig zu. Das war vorher schon so. Wo haben die davor? Na. Trau dich. Weißt du, alles wird verriegelt, aber die Tür wird nur eingeklinkt. Aus Hinsandstrom. Hast du mich jetzt losgeschickt? Ja. Ich kann auch noch gar nichts damit machen. Du schon mal gucken kannst. Nee, okay. Ich werde geblockt. Ich glaube, du musst erst es sehen. Kannst du ja mal zum Schäfchen gucken oder so? Ja, ich wäre ja gerade zum Stall rüber.
Alter, vor allem dieser Sandsturm war von da oben, das sieht schon gewaltig aus. Ja. Und hier ist alles hier oben. Zumindest sieht man keine Tiere. Kannst du Kamera drehen oder sowas? Nein, nicht viel. Okay, ich konnte es mit R2, L2. Vielleicht kannst du damit auch drehen. Auch nicht, okay. Dann müssen wir. Hallo. Okay. Geister. Das haben wir drauf. Ein alter Krieg damals gegen ein Monster. Das geht jetzt voll unter Thomas. Ja. Er hat uns gesehen, du musst rennen. Das sehe ich. Ah, verdammt. Das hat gesessen. Aber übel. So. Jetzt kann ich das am Zaufen zum Wegverdammen. Ja, zum Glück. Ist gerade ein bisschen laut hier. Entschuldigung, unsere Stimme geht unter. Ich glaube, Jody stirbt gleich. Nein. Aber du kriegst doch keine Anzeige, was du machen sollst. Weil ich ja nicht einstellen konnte, wie oft ich Videospiele spiele. Und du hast doch letztes Mal auch normal gemacht, oder? Nein. Deswegen kommen die Anzeige der Richtungen nicht mehr. Sie beschützen uns. Jody! Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer! Du könntest tot sein! Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Jeizo. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Nicht ganz. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Kennst du mich noch, Ashki? Wir sind Freunde, oder? Ich stell jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Du meinst, die Omi hat was damit zu tun, Corinna? Könnte natürlich sein. Kim war schon lange nicht mehr reiten, ihr musste das wieder üben. Ja, gerade eben funktioniert ja gar nicht, deswegen. Ach, jetzt funktioniert es schön. Und klappt's. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Oh, sie kann sogar leicht tragen. Hey, was schön. Denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten.
Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Das ist ja nur aufgestiegen, oder? So, du. Vergas. Nice. Und sie kann schön galoppieren. Gut, dass sie gespielt hat. Hätte ich jetzt den Part gehabt und durfte reiten, das wäre nicht so schön gewesen. Da grinst jemand. Mir fehlt es. Corinna, was du schon wieder denkst. Aber es und geht vor allem gerade im Western-Sattel ist das so schön. Und dann noch durch diese Gegend. So wie damals. Olle, wenn du reitest, wird's verstörend. Hast du letztens nicht gesagt, Thomas. Hat's dir gefallen? Ihr Wetter. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Existenzgeist oft. Um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass 5 Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns hier Izo nicht tötet. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ihr Izo war bis heute noch nie in unserem Haus. Erscheint der Spuk jede Nacht? Er kommt mehrere Nächte und dann für Monate nicht mehr. Aber es ist niemals ganz vorbei. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Lieber spät als nie. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Ich hab reingeguckt. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Ich... Ich muss dir was beichten. Ich... Vielen Dank, Thomas, für 15 Bits. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später. Corinna, so viel gibt's eigentlich gar nicht zu beichten, weil wir irgendwie gefühlt in jedem Stream hier irgendwas raushauen. Ja. Ihr kennt uns besser als wir uns selbst. Gepanzerte Tauben. Was sind bei dir gepanzerte Tauben? Tudis. Mach das. Viel Spaß. Sag einen lieben Gruß und schalt bei ihnen Twitch ein. Statt ARD und ZDF. Die haben bestimmt Smart TVs. Schauen sie was Gescheites. Du reitest so schön. Tue ich das, ja? Ja, klar. Du weißt, wie das geht. Ach, guck mal, da ist was drin. Das kriegst du auch wieder nicht alleine hin. Da brauchst du meine Hilfe. Guck,
Da wirst du meine Hilfe brauchen, weil du müsstest da hochklettern. Das kriegst du doch wieder nicht alleine hin, sag mal. Was ist denn das hier für eine Wortwahl? Du brauchst mich, also Aiden. Siehst du? Mach auch ganz vorsichtig die falsche Taste. Ganz toll, Aiden. Dankeschön. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Das müsstest du mal machen. Dann weiß es Kim scheinbar nicht mehr. Die sind aber keine Erscheinung. Also die sind, ich glaube, du sollst da hingehen. Kann der trotzdem das Pferd mitnehmen? Das kann auch warten. Weil die sind nicht so farblos wie vorhin. Wenn du sie sehen kannst, wollen sie dir was zeigen. Sieht aus wie eine Schwitzhütte. Allgemein ein undichtiger Raum. Was machen? Ich gucke gerade noch. Ich sehe noch nichts. Darf ich sonst was machen? Nee, ich habe es gerade versucht. Okay. Was sonst? Ach ja, stimmt. Okay. Stimmt, ja. Gepanzert, ja. Jetzt macht's Klick. Aber warum konnten wir jetzt hier rein? Ah, jetzt. Da. So, noch mehr zum Angucken. Da ist nochmal so eine Kette. Die geht auch schon mal nicht. Vorne das Ding, also der Ofen, wow, nichts mehr. Wow. Okay. Hier stand also eins ins Dorf. Deswegen haben die keine Gesichter, weil sie natürlich ihre Gesichter nicht kennst. Also das Mist. Kommt nicht an, dass man das nicht mehr sieht. Hätten wir uns das vorher angucken können oder ist es noch im Boden eingeritzt? Was steht noch drin? Wieder Krone. Krone. Können wir mal bei den Einstellungen gucken? Würde ich gleich machen. Okay. Mhm. Weil das finde ich hier ein bisschen blöd. Gucken wir gleich. Verstrahlte Tauben? Hatten wir verstrahlte Tauben? Ja. Kriegen wir vielleicht eine Lösung, um den Problem zu lösen. Und dieses Monster aufzuhalten. Der Berg sieht aus wie eine Krone. Die in der Mitte. Die Zicken. Stimmt. Die Zacken. Vielleicht haben wir da so wie hin. Das stimmt, ja.
Waren das echt die Verstrahlten? Ich glaube ja. Fort Crown? Warum bin ich denn hier gelandet? Das wäre.